Harry fliegt seinen Stick im Juli 2002 zum ersten Mal. Das bringt so an, du brauchst keinen Anlasser. Ja, meinst du? Ganz sicher. Kannst du das ein Stück drehen hier vom Auto? Ja, finde ich klasse. Kannst du das ein Stück drehen? Ja. Weil so haut er dir ja schon die, wenn der läuft die Fläche voll, ne? Dann ist ich kann es nach runter tun, aber dann ist unten alles voll. Ja, aber so ist, läuft es ja im Stand schon mal alles auf die Fläche. Ach so, meinst du? Ja. So läuft er im Stand wenigstens. Ich habe nämlich auch kein. Ich hoffe, dass es hält. Ich habe kein Dings da. Ein Kabel drin da. Haring ist gute Hoffnung. Ja. Ja. Das ist auch viel zu heftig. Da muss ich noch extra drauflegen und alles. Das ist noch überhaupt nicht so richtig fertig. Keine Zeit mehr. Rainer, was ich für einen Hals habe heute, du. Hinterher noch. Keine Zeit. Der Akku, der hat hier schon gesessen. Da. Ja. Raus damit. Wieder nach hinten raus. Ja, ja. Das alles nicht stimmt. Ja. Ist denn der für einen 10er ausgelegt? Ja. Naja, eigentlich 7,5 bis 8,5 so in der Richtung. Ja. Bist du ein bisschen drüber. Ich habe den Kleinen ja schon mit einem 11er Viertakter gesehen. Aber der war wirklich giftig, du. Da kommt gar nichts mehr raus. Ich glaube, ich drehe hier und drehe hier. Was ist denn hier los? Das hat geklappt. Das mit der Anlage aussieht. Aha, das war schon. Hat funktioniert. Hat schon funktioniert, ja. War schon mal, ging schon mal. Harry, du hast da ein PCM drin, ne? Ja, ich muss wieder auseinanderpacken. Ich hat dein Sender auf PCM eingestellt? Nein, ich weiß, was los ist. Ich habe den Akku noch nicht eingesteckt. Gut, ja. Schraubenzieher und Gulofi. Harry, seht zu, ich muss. Wenn man zu faul zum Drehen ist, ne, Philipp? So, guck mal, jetzt habe ich den Akku noch gar nicht angesteckt, weil das ganze Zumpels hier so schnell hin und her ging. Da muss das einfach mal was rein. Der ging das für ihn, oder? Sehr gut sogar, aber nur dreimal. Also, so. Mach erst Funktionstest. Warum geht er nicht? Ist der Akku geladen? Ja. Macht ja nichts. Das genau, hat was gesagt. So, hinter mein Ding. Bitte? Mach ich noch ein bisschen Pfeffer. Ja. Nochmal zwei Zähne dazu oder so.
sich das dann nachher anfängt zu klemmen, nur weil man neu ist. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Etwas giftig um die Höhe, das muss ich noch ändern. Aber sonst prima. Musst du viel trimmen? Wetter. Musst du viel trimmen? Ja, ich habe Höhe getrimmt, habe ich weiter hoch getrimmt. Ich musste immer etwas ziehen, dann wieder drücken. Das war ein bisschen seltsam. Bist du dabei? Mhm. Oh. Ja, in die Pfütze rein, ne? War gut? War prima, der Flug. Ohne Pfütze wäre die Landung perfekt gewesen? Ja. Mehr durchziehen, war ein bisschen schnell.